Harald Weil. Herr Präsident, Kollegen, liebe vielfältige Zuschauer an den Geräten. Die Wirtschaftsordnung der EU wird in den EU-Verträgen eindeutig als eine offene Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb bzw. wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft definiert. Umso erstaunlicher ist es, dass sich im Rahmen der sogenannten Klimakrise eine Denkweise etabliert, die das Gegenteil anstrebt. Die EU als Ganze ist in der Lage, ihre Wirtschaft und Gesellschaft umzugestalten, heißt es in der Mitteilung der Kommission zum Grünen Deal. Wer sich weiter durch dieses Papier liest, trifft auf Adjektive wie rigoros und Formulierungen, nach denen alle Maßnahmen und Strategien der EU zur Verwirklichung der Ziele des europäischen Grünen Deals beitragen müssen. Dieses Dokument ist seit mittlerweile 9 Monaten bekannt, ohne dass sich in der Legislative, abgesehen von der AfD, irgendwo Widerstand gegen diese Planwirtschaft rühren würde. Denn immerhin hat sich die Kommission nichts weniger auf die Fahnen geschrieben als eine Ökodiktatur, die die europäische Vielfalt planwirtschaftlich gleichschalten möchte. Sie geht damit weit über die mehrjährige Finanzplanung hinaus, die 1988 von Jacques Delors etabliert wurde, um aus dem Morast haushaltspolitischer Fehlpraktiken herauszukommen, die sie stattdessen verstetigt hat, in die sie genau hineingeführt hat. Es kommen da unangenehme Erinnerungen auf und auch die Frage, wie sich die Franzosen diese Planifikation vorstellten oder im eigenen Land teilweise praktizierten. Es ist die Erinnerung an den ominösen, bösen Vierjahresplan von 1936. Und wir erinnern uns, es ist noch nicht so lange her, da gab es immer den Vorwurf, dass die EU ja so eine Art viertes Reich der Deutschen darstellen würde, ein diffamierender Vorwurf von interessierter Seite. Bei näherem Hinsehen sehen wir, dass da in anderer Hinsicht vielleicht was dran ist, nämlich, dass es eher das Dritte der Franzosen ist. Und damit man es auf der anderen Rheinseite auch versteht, cette espèce de l'Union européenne est plutôt la troisième empire français que la quatrième des Allemands. Die Bundesregierung setzt sich diesem Ansinnen in keinerlei Weise entgegen. Sie widersteht nicht den französischen Vorgaben, Folge zu leisten. Im Gegenteil, im Rahmen des Corona-Aufbaufonds Next Generation EU werden nicht nur Milliarden von Euros über südeuropäischen Sanierungsgebieten abgeworfen, sondern die EU nimmt auch noch gemeinsame Schulden auf. Das alles ist ungefähr so nachhaltig wie ein Überraschungsei. Alle Erfahrung zeigt zudem, wer einmal vom süßen Gift des schnellen Kredits, den andere zurückzahlen müssen, gekostet hat, wird irgendwann süchtig. Wir müssen die Spirale der Marktwirtschaftsstörung und Schädigung und die EU-Ökogleichschaltung stoppen. Wir müssen unsere Wirtschaft und unsere Sozialsysteme stärken, unsere Grenzen sichern und unsere Identität und Heimat regelrecht regenerieren, um den zukünftigen Generationen wenigstens ein Leben in Freiheit und Sicherheit zu bieten, selbst wenn der Wohlstand durch ihr Treiben schon zu Essig geronnen sein sollte. Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme kurz zurück zu Zusatzpunkt 4. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist gleich vorbei. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, der seine Stimme nicht abgegeben hat? Zügig bitte. Dann machen wir weiter mit der nächsten Rednerin, der Kollegin Ute Vogt. Und nach dieser Rede dann wird die Abstimmung geschlossen. Bitte schön.